Ja, herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Vorbudler von Minenarbeit.de. In der letzten Show-Folge hier hatten wir einen lustigen Ausflug in die Minen unternommen. Genau gesagt in die Südmine. Da ist so einiges schief gegangen. Es kam zu Unfällen und ein paar Explosionen. Ich hoffe mal einfach, dass diese Folge ein bisschen friedlicher wird. Und ich mache jetzt mal das, was ich sehr viel mache. Ich renne einfach los. Ihr seht jetzt, hier sind keine befestigten Wege. Klar, ich habe hier gerade noch eine Schutzhütte verlassen. Ich kann euch auch versichern, dass wir uns nicht verlaufen werden, da ich mich hier auskenne. Nein, aber es ist halt so, wie ich das sehr viel in Minecraft so mache. Ich renne hier durch die Gegend und orientiere mich eigentlich auch nur nach dem Sonnenstand und dem Wolkenzug. Die ziehen ja mal nach Norden. Ne? Da kann man sich schön dran orientieren. Merke mir so prägnante Landschaftsdetails, wenn es denn möglich ist, da ja vieles sich sehr ähnelt. Aber ich benutze nie diesen Kompass, den man da bauen kann. Den habe ich noch nie gebraucht. Der verdirbt mir auch irgendwie die Sicht in mein Inventar oder beziehungsweise der verbraucht ja immer einen Slot im Inventar. Was gibt es denn sonst noch? Es gibt noch eine Uhr, ne? Wo kann man den Sonnenstand messen, wenn man unter Tage ist? Sowas interessiert mich alles überhaupt nicht. Ja, das sind so Sachen, ja, was soll ich denn damit? Frage ich mich da immer. Ich gehe raus und rein, wenn ich will. Und wenn es dunkel ist, muss ich halt notfalls ein bisschen warten. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus einer Höhle komme und es ist gerade Nacht. Ja, aber das hier, was ich jetzt gerade mache, das ist sehr schön. Das tue ich gerne. Und zum Beispiel, das ist jetzt auch schon eine Vorbereitung auf so ein paar Folgen, die demnächst kommen. Denn ich denke, ich schließe diese Staffel hier von diesen Einsteiger-Let's-Show auch mal langsam ab. Und dann machen wir mal was anderes. Wir verlassen dann praktisch mal die Gegend um Burg Wiesenfels. Und machen uns mal ein bisschen auf die Reise. Und das ist halt so, ich hatte halt irgendwann mal die Idee, weil mich das Fernweh gepackt hat. Los, jetzt gehst du mal. Jetzt packst du wirklich mal hier die Koffer und dann nur ein paar Sachen ein und dann machst du dich auf den Weg. Und da hab ich kurz überlegt, wo ist denn hin? Und da habe ich gesagt, komm, ich gehe jetzt mal 3 Spieltage nur gegen Süden. Also schnurstracks, so wie die Landschaft so zulässt, gehst du mal so gut es geht, halt immer nur nach Süden. Und das machst du halt 3 Spieltage lang. Also ein wunderschöner Ausblick, ne? Man sieht da unten jetzt auch wieder ein Gebäude. Das ist eine Bahnstation. Sind also in absoluter Sicherheit hier. Die Nacht kann kommen. Wo war ich? Ja, also, dass ich halt nur nach Süden gehe, mal eine Zeit lang. 3 Spieltage habe ich mir gesagt. Das habe ich auch tatsächlich gemacht. Wobei ich natürlich dann nicht 3 Spieltage immer komplett durchlaufen konnte, denn ich musste natürlich etwas Zeit einplanen, mir jeweils immer eine Schutzhütte zu bauen. Letztendlich ist dann aber allerdings sind dann da 4 Spieltage bei rausgekommen. Diese Strecke, ungefähr die Strecke, die ich auch vorhin, also in der letzten Episode, immer, als ich gestorben war, dass ich zurückreisen musste wie mit der Bahn. Dann ungefähr so diese Strecke ist das, so 4 Tagesreisen, also Ingame-Tagesreisen. Ja. Also eigentlich eine schöne Strecke und wenn man halt da immer spawnt, ziemlich blöde. Das klappt ja mit dem Spawn, das ist ja einfach so noch ein Bug in Beta 1.4. Ja, dass der, hier habe ich übrigens meinen Wolf gefunden, fällt mir gerade ein. Den ersten Wolf gefangen. Ja, also der Bug ist einfach, dass man mit diesem im Betten schlafen, das sollte eigentlich den neuen Spawnpunkt definieren. Das klappt aber noch nicht. Jedenfalls jetzt nicht in diesem Moment, wo ich hier dieses Video drehe. Wenn ich das veröffentliche in einigen Tagen, das ist also jetzt hier vorproduziert, dann kann es ja sein, dass dieser Bug, was ich sehr hoffe, behoben ist. Ich habe mich auf dieses Feature wirklich mit diesem Spawnpunkt sehr gefreut. Denn es macht zwar einerseits Spaß, so weil lange Wege zu bauen und Gegenden zu erkunden und Strecken anzulegen, aber es ist auf Dauer doch dann sehr nervig, wenn man irgendwie ja dann ständig da spawnt und dann irgendwie zurück muss, wo man gerade zu tun hat.
In der letzten Folge haben wir dann ja sogar erlebt, dass ich dann diese Reise zurück unternommen habe und ich werde dann nochmal erledigt und muss das alles nochmal machen und komme dann an und stelle fest, dass alle meine Sachen, die ich da verloren habe, schon längst verschwunden sind. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie, ich meine, das war mal nicht so schlimm, also. Ich habe also einige Erinnerungen, dass ich in aller Ruhe noch nach einigen Tagen mein Zeug aufsammeln konnte. Möglicherweise ist das wirklich alles irgendwie verändert worden. Ne? Also hier in dieser Episode seht ihr, das ist einfach nur eine reine friedliche Landschaftsanguckungsepisode. Man kann ja vielleicht mal gleich. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich gehe hier mal gucken, ob hier eine Minenkarre gerade da ist. Habe ich eine dabei? Mal sehen. Habe ich eine dabei? Nee, ja, schade. Ach, es wird gerade dunkel. Gut. Das ist jetzt doof gelaufen. Ich glaube, ich habe hier keine. Doch, ich habe eine Karre da. Das ist gut. Dann machen wir uns jetzt einfach mal mit der Schiene. Ich glaube, das ist jetzt so ein schöner Abschluss für diese Staffel. Ne, weil das schon symbolisch ist, zu diesem Reisethema, was wir dann demnächst mal machen. Da lasse ich mir dann auch Zeit. Das dauert dann auch so ein paar Episoden, denke ich mal. Dass man dann nicht so die ganze Strecke in einem durchrennt, sondern, also diese 4 Tagesreisen, dieses heute ist das ein bisschen, geht das schneller, weil ich ja nicht keine Schutzhütten mehr bauen muss. Also es ist in einem Spieltag zu bewältigen, die Strecke zu Fuß. Aber dann halte ich natürlich oft auch mal an und jetzt springt Moment, jetzt springe ich erstmal in die Karre. So, zack. Gut, und dann halte ich erstmal auch mal ab und zu an und gehe dann mal in unbekannte Gegenden, sodass man da so ein bisschen Abenteuer noch erlebt. So ein bisschen Adventure, ne? Ich bin auch so ein alter Adventure-Zocker. Das ist einfach so meine Spielweise und so spiele ich auch gerne in Minecraft. Ja, jetzt fahren wir schön mit der Eisenbahn. Da sieht man schon, dass es eine enorme Arbeit war. Da kommt schon wieder eine Station. Wenn ich hier mal nach links rüber gucke, sieht man nichts. Ja, ist gut. Kommen wir hier durch. Ja, wunderschön. Ach, das ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Weichen waren auch richtig gestellt. Ich wollte da gar nicht anhalten. Und da sieht man jetzt, ja, die ganze Pracht der Burg Wiesenfels. Ja, wir werden jetzt gleich die stoppen müssen, weil da wieder so ein doofes Vieh auf den Schienen steht. Vielleicht schaffe ich es sogar. Oh, nee, leider. War es das nicht. Aussteigen ist immer schwierig. So. Gut. Das passiert halt oft, wenn man halt diese, da wo es aufs Land geht, noch nicht so richtig befestigt hat und da so Tiere spawnen oder darauf springen können. Das ist das Blöde bei diesen Eisenbahnstrecken. Diese habe ich auch noch eigentlich nicht richtig fertig. Die ist nur sehr provisorisch schnell auf Strecke gebaut worden. Eigentlich sollte das hier sicher sein, aber es könnte ja hier immer noch ein Creeper stehen. Von oben kann eigentlich nichts reinspringen. Lauf jetzt mal den Rest zu Fuß, denn wir sind eigentlich schon da. Ja. Die nehme ich mal mit. Das ist der Unterschied, ne, zwischen Minenkarren und Booten. Minenkarren gehen nicht kaputt, die kann man immer wieder einsammeln mit einem Schwerthieb. Während Boote, die werden zerstört mit der Zeit. Also wenn man da irgendwo dauernd irgendwo vorrammt beim Anlegen, sind die irgendwann kaputt. Ich finde das eigentlich ziemlich doof. Ja, die sollten genauso funktionieren wie Minenkarren. Die Boote, weil man die genauso für Reisen und irgendwo anlegen und Erforschungstouren benutzt. Das machen wir vielleicht auch mal so, weil es irgendwie lustig ist. So, ich bin jetzt hier im Bahnhof von Burg Wiesenfels. Hoffentlich auch in Sicherheit. Ich denke mal schon. Und man hätte da unten direkt in den Zug einsteigen können und weiter. Aber wir wollen ja zu Fuß gehen. Ja, wir wollen zu Fuß gehen. Die nächste Folge ist praktisch so ein Abschluss für diese Episodenreihe hier. Let's Show für Einsteiger auf Burg Wiesenfels.
Und da mache ich dann was ganz anderes mit euch. Dann nehme ich euch mal mit auf die Nachtwache hier. Das wird also eher so eine ganz relaxte zum Zugucken Folge ohne Gerede. Ich werde da, glaube ich, mal ein bisschen Musik unterlegen, dass man so ein bisschen, das soll so ein atmosphärischer Film werden. Ich habe den bisher noch nicht angefangen. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt was gibt, was ich jetzt hier erzähle. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Gut, damit schließe ich dann halt mal diese Burg Wiesenfels-Serie und dann machen wir uns beim nächsten Mal auf den Fußweg Richtung Süden, wie ich schon erklärt habe. Und würde mich ja total freuen, wenn ihr dann da auch mal wieder einschaltet. Macht mir riesen Spaß dann und so und minenarbeit.de sage ich nur, ne? Also gehabt euch wohl.